Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Challenge, ihr Lieben, auf YouTube. Ich bin gerade live auf Twitch. Das Ganze hier ist ein Livestream für alle, die jetzt durch dieses Let's Play vielleicht neu auf den Kanal kommen. Fühlt euch hier hoffentlich herzlich aufgenommen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und ihr werdet an der Seite jetzt auch schon von den Zuschauern begrüßt, die gerade live auf Twitch dabei sind. Das ist so ein kleines Ritual, das wir immer machen. Die Zuschauer von Twitch begrüßen euch auf YouTube und ihr auf YouTube könnt gerne in den Kommentaren zurück begrüßen. Immer im nächsten Stream werde ich dann die Kommentare einblenden, die gehen wir dann zusammen durch. Das heißt, ihr dürft auch ganz gerne eure Ideen immer mit reinbringen. Ihr könnt das Ganze handhaben, wie als wenn ihr live im Chat dabei wärt oder wie wenn ihr zum Beispiel auf Let's Plays kommentiert. So könnt ihr das auch hier machen. Kommentiert gerne und ich blende das dann, wie gesagt, im nächsten Stream, dann in Part 2 sozusagen, blende ich das dann ein. Wir haben heute den Start unserer neuen Challenge. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn es ist schon über ein Jahr her, dass wir eine neue Challenge hier gestartet haben. Klar, Szenarien spielen wir immer mal wieder, das wird es auch bald wieder geben, aber so große Legacies, wie jetzt zum Beispiel die Disney Legacy, die es auf dem Kanal zu finden gibt, oder auch die Unterschiede im Stammbaum-Challenge, die wir jetzt zuletzt gespielt haben, die finden halt immer mal wieder statt, weil das so große Legacies sind und wir ziehen die auch immer durch. Das heißt, die gehen dann auch teilweise ein ganzes Jahr. Und ja, in diesem Fall spielen wir eine neue Legacy, ein ganz neues Let's Play und auch dieses haben wir zusammengeschrieben. Da haben einige von euch auf YouTube schon mitgearbeitet dran, die Zuschauer auf Twitch haben mitgearbeitet und ich auch. Und wir haben eine Generationsgeschichte jetzt hier formuliert, die nennt sich Das perfekte Erbe. In dieser Generation geht es darum, dass wir möchten, dass jede Generation noch erfolgreicher wird als die Generation davor. Das heißt, wir zielen hier wirklich ab, besonders erfolgreich im Job zu sein. Mindestens ein Sammelobjekt, also es gibt ja noch diese Sammelsachen, die man sammeln kann bei Sims, zum Beispiel Fische vervollständigen oder sowas. Das wird jede Generation bei einem Thema machen. Und es ist auch Pflicht, dass die Eltern wohnen bleiben, egal wie alt sie sind. Die bleiben mit im Haus, weil wir wollen ja, dass alle denken, wir sind die perfekte Familie und alles läuft richtig gut. Ich werde euch jetzt die Challenge mal zeigen und auch mit euch zusammen nochmal durchgehen, damit ihr euch reinlesen könnt. Ich werde aber auch die Challenge-Regeln unter dieses Video verlinken. Genauso auch für Twitch. Ihr bekommt das gleich in den Command geschickt. Ich werde sie erst kurz mit euch durchgehen. Dann könnt ihr den Command selbst aufrufen und auch die Challenge selbst nachlesen. Bis dahin gehen wir sie aber erstmal zusammen durch, damit wir so alle auf dem gleichen Stand sind. Und dann erzähle ich euch auch, mit welchem Sim wir starten und wie genau wir starten. Und Francie, danke schön für deinen Follow hier auf Twitch. Vielen, vielen Dank. Genau, okay, also let's go. Wir gehen mal rein und ich zeige euch mal, was genau Phase ist. So. Mal noch den Chat an. Okay. Genau, und auf YouTube wird es, also für euch auf YouTube, wenn ihr, wie gesagt, neu im Stream seid, nicht wundern, ganz oben in der Ecke, da sieht man da oben rechts in der Ecke, steht Werbung. Das heißt nicht, dass ich aktiv etwas bewerbe in diesem Stream, aber ich habe einige der Sims 4 Packs gesponsert bekommen von EA, weil ich im Creator-Programm bin. Und dadurch, dass ich ja oft gefragt, welche Packs ich zum Beispiel gerne mag, welche meine Lieblingspacks sind oder ob ich das und das empfehlen würde, habe ich sicherheitshalber immer die Werbekennzeichnung drin. Das dient einfach dazu, dass ich da auf der sicheren Seite bin, weil ich halt doch irgendwo zwischendurch mal Werbung für ein Pack mache und ich habe es gesponsert bekommen, deswegen wäre das ja bezahlte Werbung sozusagen. Genau, also lasst euch dadurch nicht irritieren und hier unter mir seht ihr immer den Chat, da könnt ihr so ein bisschen die Chatnachrichten mitlesen. Das haben wir irgendwann eingeführt, weil das doch ganz angenehm ist, wenn ihr auf Twitch, wenn ihr auf YouTube auch die Nachrichten von Twitch ein bisschen mitverfolgen könnt. So, und Damsi, Hallöchen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die Regeln zusammen durch, damit wir da alle auf dem gleichen Stand sind. Die Challenge heißt Das perfekte Erbe und die Geschichte ist folgendermaßen. Es geht um dich. Es ging immer schon um dich. Da du nur dich selbst hattest, aufgewachsen bist du in einem... Da du nur dich selbst hattest, Punkt. Aufgewachsen bist du in einem Heim und hast keine Ahnung, wer deine Familie ist. Das ist dir aber auch egal, denn du weißt, dass du nur dich und deine Karriere brauchst, um glücklich zu sein. Und wenn du genug Zeit mit dir und deinen Zielen verbracht hast, wird es Zeit für die perfekten Nachkommen. Du willst den perfekten Stammbaum. Und genau, wir haben das extra das perfekte Erbe genannt und nicht der perfekte Erbe, weil wir dadurch, dass wir ja mehrere Generationen haben, ja mehrere perfekten Erben kriegen werden. Wir haben ja in jeder Generation im besten Fall einen perfekten Erbin. Und da wir das auch mit dem Gendern irgendwie schwierig fanden, haben wir uns dazu entschieden, dass wir das allgemeine perfekte Erbe wollen. Und das Erbe kann ja
nicht nur eine Person sein, sondern auch ein Vermächtnis in Form von materiellen Gütern wie Haus, Grundstücke, Finanzen. Deswegen haben wir das allgemein gefasst und deswegen das perfekte Erbe und nicht nur der perfekte Erbe als Person sozusagen. Genau. Und wir haben eine Simin erstellt und zwar haben wir die Unterschiede im Stammbaum-Challenge gespielt und da haben wir am Ende entschieden, dass der Sim aus der letzten Generation, das geborene Kind sozusagen, der Beginner dieser Generations-Legacy sein soll, von dieser neuen Challenge. Und das wird richtig aufregend, denn wir haben das erste Mal in der Unterschied im Stammbaum-Challenge ein Kind in ein Waisenhaus gebracht, also in ein Kinderheim. Das hatten wir vorher noch nie gemacht. Falls ihr das Let's Play gerne nochmal schauen wollt, könnt ihr gerne die Generation 5, also von Bea, also die letzte Generation, schauen. Dann kommt ihr ja da ein bisschen auf die Schliche, wie sie aufgewachsen ist, die kleine Dakota. Sie heißt Dakota. Und es hatte auf jeden Fall einen ganz wichtigen Grund, warum sie eben im Heim aufgewachsen ist. Das ist das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Für die Geschichte war es halt spannend, weil dadurch, dass sie, wie gesagt, als Kleinkind schon ins Kinderheim gekommen ist, sie hat wirklich keine Ahnung, wer ihre Eltern sind. Und damit ihr Gruppen Plan habt, es ging darum, dass die Eltern auch die Identität ein bisschen verschleiern mussten. Also sie durften auch nicht... Ah, ich muss noch das Spiel umstellen, sehe ich gerade. Ah, okay. Moment. Genau, die Eltern durften halt auch nicht wissen, wo das Kind ist und das Kind sollte halt auch ohne die Eltern aufwachsen, damit es nicht der Gefahr läuft, von irgendjemandem erwischt zu werden, weil die Eltern oder beziehungsweise die Mutter halt eine Gaunerin war. Ihr könnt noch die Challenge nicht auslösen, die ist noch nicht veröffentlicht, aber gleich, sobald wir hier durch sind. Genau, das ist die Geschichte und die Dakota wird jetzt, wie gesagt, im Kinderheim aufwachsen. Wir werden diesen ersten Part eben auch im Kinderheim spielen. Einfach, dass wir da noch so ein bisschen Kontakte knüpfen. Sie ist jetzt Teenagerin, wir haben sie im letzten Part auch umgestylt. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie ihre Geschichte wird als Teenagerin. Und wie gesagt, wie sie halt auch ja, aus dieser Nummer rauswächst und ihre eigenen Wege gehen wird. Und die Ziele der Challenge. Ich gehe jetzt auch mit euch nochmal die Ziele durch. In dieser Challenge geht es darum, den perfekten Erbin zu haben, beziehungsweise den perfekten Stammbaum zu erstellen und eben alles, was damit zu tun hat. Genau, das ist so der Grundgedanke. Jede Generation versucht, noch besser zu sein, noch mehr zu erreichen und noch erfolgreicher zu sein als die Vorgeneration. Wir haben ja in vielen Legacies immer mal wieder den Fokus, irgendwie was zu erreichen oder so. Aber hier, das wird wirklich so eine Generation, die... Ich könnte mir vorstellen, also für alle, die das Werde-Berühmt-Let's Play von mir kennen, ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen so in diese Spielrichtung auch geht. Nicht in diese Zusammenwachsen-Richtung, so total entspannt und liebevoll und süß und so, sondern ich glaube, dass es hier wirklich auch um Machenschaften gehen wird. Sie wollen alle übertrumpfen, vielleicht nicht unbedingt in der ersten Generation, aber vielleicht wird die zweite, dritte, vierte Generation, es werden insgesamt 5 Generationen werden, sich auch mal, vielleicht wird auch jemand mal von der Bahn abkommen oder so. Also ich glaube, dass wir hier auch ein sehr, sehr spannendes Let's Play haben werden. Vivi, Hallöchen. Und Lina, Hallöchen. Ja, genau. So, die Merkmale müssen bei jedem Sim gewürfelt werden. Wir dürfen immer nur einmal würfeln. Das heißt, es ist richtig schwierig. Die Eltern und Großeltern haben einen hohen Stellenwert und dürfen niemals ausziehen. Du darfst von der Sammlung, die du vervollständigst, nur doppelte Objekte verkaufen. Wie gesagt, jede Generation hat eine Sammlung, die vervollständigt werden soll und davon eben nur die doppelten Objekte verkaufen. Denn wir wollen, der Plan ist es, dass wir, jetzt nächster Punkt, Museen oder Keller im Familienbesitz, wo du Sammelobjekte aufbewahrt werden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich im Keller dann ein Tresor irgendwann auch bauen und auch einen Keller mit... so ein Lagerkeller oder ein Dachboden vielleicht auch erstmal, wo die ganzen Accessoires, die ganzen Sachen, Bilder, Fische, keine Ahnung, was die alles sammeln pro Generation, dass die da gesammelt werden. Und es wird pro Familie mitgenommen, damit wir am Ende ein richtiges Museum vielleicht haben von der Familie. Und deswegen nur die doppelten bitte verkaufen. Ihr dürft natürlich die Challenge sehr gerne mitspielen, deswegen kriegt ihr jetzt auch gleich die Regeln. Wir müssen mindestens ein Kind pro Generation bekommen. Logisch, weil wir wollen ja auch die nächste Generation erreichen. Aber ihr dürft natürlich auch weitere Kinder bekommen. Aber wenn mehrere Kinder entstehen, darf trotzdem nur ein Kind der perfekte Erbe sein. Das heißt, ihr müsst euch dann entscheiden, mit welchem Kind ihr weiterspielt. Aber das ist ja in jeder Generation so. Und ihr dürft entscheiden, ob dieses andere Kind oder die anderen Kinder auch ähnlich das machen und auch trotzdem erfolgreich sind. Oder ob vielleicht das ein oder andere Kind mal sagt, so, ey, ich will mit euch gar nichts zu tun haben, das ist mir viel zu abgehoben, ich bin raus aus dem Thema, ne? Weil das passiert ja auch immer mal wieder in Familien, das dürft ihr dann selbst entscheiden. Genau. Du darfst einen Erben erst bekommen, wenn du dein Bestreben abgeschlossen hast, eine Sammlung vervollständigt hast oder die höchste Stufe deines Berufs erreicht hast. Natürlich auch hier wieder sollte es passieren, dass ihr
ohne dass ihr entweder oder gemacht habt, ein Baby bekommen, dann wird das Baby trotzdem leben und glücklich werden, okay? Es wird... Ich schreib's dazu, dass dann Leute Panik kriegen, weil sie schwanger werden, bevor das abgeschlossen ist. Hopsala, passieren ist das aber auch nicht schlimm. Weil ich weiß, wie das ist, dann schreiben wieder ganz viele, oh nein, jetzt ist die Challenge verloren, weil ich habe doch ein Kind bekommen. Nee, Leute, die Challenge ist dann nicht verloren. Sowas kann passieren, dann lieben wir das Kind trotzdem. Vielleicht darf ein früheres Kind dann nicht der Erbe sein. Genau, das ist gut, dieses Kind wird aber dann nicht erben, sondern... Ja, das macht ja Sinn, oder? Dann weiß man ja, dass man noch ein Kind kriegen muss. Macht das Sinn, was ich geschrieben habe? Linda, Hallöchen. Ich freue mich so auf die Challenge. Ich auch. Richtig cool. Und Nini, Hallöchen. Ich liebe das, dass Merkmale gewürfelt werden. Das macht es immer so spannend. Ja, vor allem die Sims können sich ja selbst nochmal verändern. Ne? Das ist auch total cool. Macht Sinn, versteht man auch. Okay, perfekt. Und Caro, Hallöchen aus Kroatien. Oh, genießt euren Urlaub. Das hört sich ganz wundervoll an. Habt eine schöne Zeit. Und Lena und Marie, Hallöchen euch auch noch. Okay, weiter geht's. Altersspanne deiner Sims auf normal oder lang. Du kannst bei lang selbst entscheiden, wann du die Sims alterst. Ich persönlich mache das gerne, wie gesagt, auf lang, weil ich dann einfach weniger Stress habe. Aber ihr dürft es selbst entscheiden in dem Fall, ob auf normal oder auf lang. Bis zum Lebensende deines Sims alle Aufgabensammlung, Bestreben, Beruf erreichen. Das heißt, ihr müsst erfolgreich sein. Und Kylie, Hallöchen. Darf man den Jugendtrank nutzen, wenn man bei der Altersspanne lang das Alter selbst entscheiden kann? Ja, also ich würde sagen, dass Tränke generell erlaubt sind. Also Belohnungsstore ist schon erlaubt, oder? Finde ich eigentlich immer ganz spannend, den Belohnungsstore mit einzubinden, weil das macht man eh viel zu selten. Würde das deine Frage beantworten, wenn ich sagen würde, Belohnungsstore ist erlaubt? Hallöchen. Ja, absolut, ey. Das glaube ich dir. Ich nutze ihn eigentlich nie. Dann schreibe ich das doch mal dazu. Belohnungsstore ist erlaubt. Ich glaube, damit ist auch Jetzt muss ich gleich wieder recherchieren, was ich falsch geschrieben habe. Danke für nix, du. Auf 11 und schwarz. Nee, ich wollte das zusammenschreiben. Belohnungsstore ist erlaubt. Ihr bekommt die Challenge gleich zum Runterladen. Okay, perfekt. So, dann zur... Genau, Erbe muss... Ach so, genau. Dein Erbe muss gut in der Schule sein. Bildung ist wichtig. Eine Note 2 ist Pflicht. Ja, eher besser. Und auch da, ihr habt... Leute, auch an der Stelle nochmal. Ich sag's zwar bei jeder Challenge mit dazu, aber... Klar ist es umso schwieriger, wenn ihr jeden Punkt im Detail berücksichtigt, die Regeln mit sich bringen. Aber letzten Endes soll euch jede Challenge Spaß machen. Also nehmt die Regeln ernst, versucht die Regeln einzuhalten, aber macht euch bitte nicht verrückt, wenn ihr es ein bisschen ausdehnt. Das mache ich immer so. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, dein Sim soll 2 Kinder haben, mein Sim kriegt Drillinge, dann bin ich happy über Drillinge, dann ist das so. Oder, keine Ahnung, wenn jetzt mein Sim doch vorzeitig stirbt, bevor er die Sammlung Bestreben abgeschlossen hat, weil er vielleicht einen Unfall hatte oder so, es gibt ja in Sims auch, dann ist das so. Dann werde ich die Challenge trotzdem weiterspielen und beenden, weil es gibt hier keinen Erfolg oder Nicht-Erfolg. Es gibt einfach nur ein Hab Spaß und die Regeln sollen dazu helfen. Uni könnt ihr auch gerne, genau, Jutta Kalea, da kommt, Jutta Kela, sorry, ich habe dich falsch ausgesprochen. Da kommt gleich nochmal eine Info dazu, zur Uni.
pro Generation steht es dann gleich mit dabei. Und wichtig ist nur, habt Spaß, habt Freude. Ihr könnt euch gerne so weit wie es geht an die Regeln halten. Aber wenn ihr euch irgendwo unsicher seid, überlegt euch was. Macht euch selbst was draus. Natürlich dürft ihr auch immer nachfragen, ganz klar. Aber wenn ihr irgendwo unsicher seid, dürft ihr auch sehr gerne selbst einfach entscheiden. Ne? Und Jasmin, Hallöchen. Und eiskaltes Herz. Willkommen im Stream, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Genau, die Vorbereitung. Erstelle einen Teenager-Sim. Ihr könnt aber auch, wie ich jetzt zum Beispiel, einen Sim aus einer Vorgeneration nehmen, das beispielsweise im Heim aufgewachsen ist. Vielleicht könnt ihr ja da irgendwie so einen Abschluss machen und das Kind dann, wie gesagt, ins neue Let's Play einbinden. Auch da seid ihr immer ganz frei. Ihr dürft aber natürlich auch einen freien Teenager ganz frisch erstellen. Ihr dürft für den Teenager folgende Merkmale wählen. Materialistisch, ehrgeizig, sozial unbeholfen, Einzelgänger, selbstsüchtig, zimperlich, Snob, wartungsintensiv, Perfektionist, Überflieger oder selbstsicher. Das sind verschiedene Merkmale, von denen dürft ihr eins wählen. Ich habe darauf geachtet, dass wir auch Base Game möglich ist. Also ihr könnt hier an der Seite das Ganze hier ausklappen und die 5 Generationen auch in der Base-Game-Variante spielen. Wir spielen in der normalen Variante, je nachdem, welche Packs. Also ich habe halt alle Packs. Es kann sein, dass von euch auch viele, viele Packs haben. Aber für den Fall, dass ihr zum Beispiel nur das Basisspiel habt oder nur ein, zwei Packs, ist nicht schlimm. Dann guckt bitte einfach unter der Base-Game-Variante. Wir haben für jede Generation eben auch eine Base-Game-Variante gemacht. Das heißt zum Beispiel erste Generation, ganz simples Beispiel, wir starten nämlich in Strangerville in der ersten Generation. Wenn ihr das Pack nicht habt, geht auf die Base-Game-Variante, guckt euch da die Regeln an und spielt es in der Base-Game-Variante. Wenn das die zweite Generation zum Beispiel, weiß ich nicht, Werde berühmt-Pack beinhaltet und ihr habt es, dann könnt ihr wieder die Generation von hier oben spielen. Aber ihr dürft es euch auch gerne raussuchen. Also theoretisch sogar richtig cool, weil ihr habt pro Generation die Wahl, ob ihr die Variante oder die Variante spielt. Macht ganz entspannt, guckt euch einfach die beiden Varianten an und entscheidet daraufhin, ja? Da habt ihr ganz viel Auswahl. Das wollte ich noch vorab dazu sagen. Gut, okay. Und jetzt kommen wir auch schon zur ersten Generation. Die zeige ich euch noch und dann starten wir auch gleich rein. Wir sind jetzt schon wieder ganz schön lange am Quatschen, ne? Wir starten gleich rein. Die erste Generation findet in Strangerville statt. Der Beruf ist Militär, weil das natürlich auch super gut zu Strangerville passt. Bestreben Ort und Geheimnisse von Strangerville. Auch sehr spannend. Wir wollen die Sammelobjekte Weltraumbilder erforschen. Und hier ist das Pack halt Strangerville interessant. Die Aufgaben sind, nach dem Hauskauf setzt du dein Geld auf 0 Simoleons. Und da starten wir so ein bisschen Rex Riches mäßig, weil wir haben eine Teenagerin, die frisch aus dem Heim kommt. Die wird ein paar Kröten zusammengespart haben, um sich dieses Grundstück zu leisten. Und dann war es das halt auch schon, ne? Dann wird sie auch nicht mehr so viel Geld haben. Das Grundstück ist auch vorgegeben, wo wir hinwollen. Aber wie gesagt, ihr Geld wird weg sein mit dem Kauf des Grundstücks und dann müssen wir auf 0 starten. Das ist aber nur bei der ersten Generation so. Dann ab 10.000 gesparten Simoleons kannst du dein Haus komplett umbauen. Das heißt, auch hier haben wir ein bisschen ein Budgetlimit, ab wann wir das Haus krass machen sozusagen. Mache deinen Schulabschluss mit mindestens der Note 2. Also auch da ein bisschen reinhasseln. Und das wird gar nicht so einfach in der Rags to Riches. Also die erste Generation ist gar nicht so leicht. Verdiene dein Geld durch verschiedene Gelegenheitsjobs und Teilzeitjobs und das Verkaufen doppelter Sammelobjekte. Ab junger Erwachsener darfst du dann in die Karriere steigen. Erkunde die Welt, in der du lebst, besuche jeden Stadtteil. Hier auch wieder so ein bisschen, finde erstmal raus, wo du lebst. Und da wollen wir natürlich auch ein bisschen die Welten erkunden, in denen wir so spielen. Wenn du dein Bestreben abgeschlossen hast, eine Sammlung vervollständigt oder die höchste Stufe deines Berufs erreicht hast, kannst du deinen Erben bekommen. Das war auch das, was oben stand. Dann wieder, das stand auch schon oben. Und jetzt veranstalte bei einer Geburt ein Gala-Abendessen oder eine Babyparty, je nachdem, ob du das Pack zusammenwachsen hast, und um den perfekten Erben zu präsentieren. Und dann geht's auch schon zu Generation 2. Hier leben wir dann in Mount Comoraby. Der Job ist Büropersonal. Extremsport-Fan ist das Bestreben, einfach um einen Ausgleich zum Alltag zu haben. Sammelobjekt sind die Simmies und hier brauchst du eben das Ab-ins-Schneeparadies-Pack. Du darfst ab jetzt einen Butler oder eine Nanny einstellen in der zweiten Generation. Auch hier wieder, du darfst dein Haus kaufen. Du darfst das alte verkaufen und ein neues kaufen und auch das wieder sehr groß bauen und dann auch wieder umbauen. Das Haus. Mache einen Schulabschluss mit mindestens der Note 2 auch hier. Du verdienst wieder Gelegenheitsjobs, bla bla bla. Dann dein Partner ist auch berufstätig. Simis sind so kleine Figuren. Ich habe euch das immer dazu gemacht. Eigentlich habe ich das alles verlinkt. Wie die Weltraumbilder auch. Ich gucke gleich nochmal. Franzi, wir spielen gleich. Ja, genau. Und Lisa, Hallöchen. Wo waren wir denn jetzt? Jetzt muss ich nochmal scrollen. Moment. Sonst ist der Rest wieder gleich. Nur, dass wir halt jetzt ab hier auch einen Partner, der berufstätig sein muss, haben.
Und ab hier, ab Generation 3 dürft ihr, wobei eigentlich schon ab Generation 2 studieren, oder? Nee, ich glaube, wir haben es ab Generation 3 gemacht mit dem Studieren, genau. Ab hier darf dein Sim auch studieren oder sollte sogar studieren, wenn du das Pack hast. Hier wieder einen Butler einstellen und, ja, nö, das war's eigentlich. Und Generation, achso, hier sind wir in Generation 3, sind wir Wissenschaftler oder Astronaut, da dürft ihr euch auch wieder entscheiden. Erfolgreiche Abstammung und Wissenschaftler Drusen oder Astronaut Meteorsteine sammeln. Entweder oder dürft ihr euch frei raussuchen. Dann gibt's hier wieder die Regeln. Und Generation 4 ist in San Myshuno. Stilbeeinflusser, erfolgreiche Abstammung. Hier werden Poster und Schneekugeln gesammelt. Da braucht man das Großstadtleben-Pack. Und bei Generation 5 ist dann Delsol Valley und hier haben wir den Koch genommen, Meisterkoch. Und wir haben uns dazu entschieden, eventuell, wenn wir nach der 5. Generation immer noch hart motiviert sind und nicht schon ein Jahr vergangen ist, weil wahrscheinlich vergeht wieder einfach viel Zeit und es dauert wieder ewig, bis wir hier durch sind, dann machen wir vielleicht noch eine 6. Generation. Aber das entscheiden wir dann spontan. Nee, die Generation ist nur auf Deutsch. Ja, die habe ich nicht auf Englisch. Also wenn du sie teilen wollen würdest, müsstest du sie selbst übersetzen. Da habe ich nicht die Kapazitäten für. Meine Challenges sind eigentlich immer alle auf Deutsch. Sims Streak habe ich gerade Hallo gesagt? Nee, ne? Hallöchen. Sims auf der Switch? Nee, also das Sims 4 nicht. Aber Sims für den PC zum Beispiel ist kostenlos, das Basisspiel. Okay, Leute, also... Ihr wollt jetzt bestimmt die Regeln mitlesen, ne? Ich gebe sie euch jetzt mal frei. Und ich behalte mir natürlich wieder vor, auch während der Challenge etwas zu verändern. Ne? Also ich werde zwischendrin auch vielleicht das ein oder andere mal anpassen, wenn ich merke, oh, das ist unklar oder oh, da fehlt noch irgendwas. Ja, 5 Generationen gehen schnell vorbei. Nina, wir hatten jetzt auch 5 Generationen bei der letzten. Wir haben ein Jahr gespielt, ne? Wir haben ein Jahr gespielt, glaubt man gar nicht. So, mit dem Ausrufezeichen Challenge Command könnt ihr jetzt auf das neue Dokument zugreifen und auch ab sofort alles sehen. Oh mein Gott, Hilfe. So, Goodie. Genau, wir haben die Idee, also wir haben die, anonymer Kürbis, wir haben die Challenge selbst geschrieben, ja. Genau. Also wir innerhalb der Community, also wir haben es on stream geschrieben, tatsächlich. Aber ihr könnt da jetzt nichts ändern, oder? Am Dokument? Weil hier Leute markieren, Leute. Oh, ihr könnt da nichts ändern, hoffentlich. Nein, stopp! Oh mein Gott. Nichts ändern, Leute. Oh. Hilfe. Hilfe, könnt ihr nochmal die Seite neu laden, bitte? Alle nochmal die Seite neu laden, bitte. Okay, Moment. Alle Schreibrechte gehabt. Hilfe! Es hätte eng werden können, du. Was sind denn die ganzen... Kurzer Schockmoment. True, ey. Vor allem sind da jetzt die ganzen Mäuse zu sehen. Kurz ein bisschen Schreck gekriegt. Okay, perfekt. Gut. Hat jetzt hoffentlich keiner was geändert. Ich glaube aber nicht. Sieht noch gut aus. Na, hier fehlt das Doppelpunkt. Da hat doch jemand was gelöscht. Ajo. Oh nein, sind jetzt die... Nee, passt. Okay. Gut. Schön, dann würde ich sagen, starten wir rein. Tinisol, Hallöchen, willkommen im Stream. Denn es gibt jetzt auch schon das Heim. Ich habe ein Heim platziert, aber noch kein Sim. Deswegen gehen wir jetzt nochmal in die Galerie. Jetzt müsste es aber gehen, oder? Könnt ihr drauf zugreifen aufs Dokument? Ich zeige euch jetzt erstmal Dakota. Und Nelly, Hallöchen. Und ich mache euch noch Ton an, damit ihr auch was hört. Nein? Was? Wie jetzt? Aber ich sehe doch, dass ihr da drauf seid. Der Chatbefehl geht nicht, aber der Link ist doch direkt über euch. Man muss den Link kopieren. Wieso? Okay, ich schaue gleich nochmal. Moment. Ich packe jetzt erstmal Dakota hier rein.
So schön, Leute. Guckt sie euch an. Auf den natürlichen Weg entstanden. Wir haben sie nicht einfach erstellt, sie ist auf den ganz natürlichen Weg entstanden. Nee, also generell lade ich Sims, die aktiv in Let's Plays sind, nicht in die Galerie hoch. Also das mache ich weder auf YouTube meine Let's Plays noch auf Twitch meine Streams Sims, denn ich finde, dass die unique bleiben sollten. Also ich verstehe das schon, wenn ihr sie auch gerne im Spiel haben wollen würdet, aber ich finde es wichtig, dass die hier einzigartiges Leben haben und nur einmal existieren, wisst ihr? Weil, also sonst finde ich das irgendwie mal komisch. Ich hatte das früher ganz oft gemacht und dann haben einige irgendwie geschrieben so, oh, meine Romy ist gerade gestorben. Und das fand ich immer ganz furchtbar. Da habe ich mir gedacht, nee, will ich nicht. Deswegen haben wir die einzigartig irgendwann gemacht. Jassi, Hallöchen. Oh, wie cool. Oh, so niemand muss mir unbedingt erzählen, wie du das Buch findest, ey. Dankeschön, Elena. Ja. Deswegen, also ich mag das nicht so gerne. Ihr könnt den Challenge Command nicht alle 3 Sekunden auslösen. Der hat einen Cooldown. Der steht direkt über dir, Simsi. Du kannst einfach auf den Link über dir klicken. Sonst ist der ganze Chat mit dem Befehl voll. Ah, Svenny, danke schön. Da fehlt ein Leerzeichen. Weil bei mir sieht es nämlich richtig aus. Aber vielleicht ist es dann am Handy so. Guck mal, ich hab's mal aktualisiert. Teile meine Sim nie. Ja, das ist auch irgendwie komisch, oder? Also finde ich dann strange einfach. Wirklich ist richtig gut, Lena. Richtig gut. Es ist nicht unheftig, aber die Sumima zum Beispiel, die liest immer so heftigen Kram. Deswegen passt es bei ihr. Also ich fand es richtig gut. Okay, perfekt. Jetzt geht's. Oh, danke schön. Ja, gut. Dankeschön, Svenny. Habe ich nicht gesehen, Leute, weil am PC hat es bei mir gepasst. Aber super, dass es jetzt bei allen geht. Sehr, sehr schön. Gut. Also, das ist unsere liebe Dakota Atkins. Das ist unsere erste Generation. Wir haben ihr natürlich ganz normale Klamotten gegeben. Sie ist zwar im Heim aufgewachsen, aber sie hat ja trotzdem irgendwie Klamotten dort bekommen und so. Wir haben ihr aber jetzt bei jedem Outfit erstmal nur ein Klamotte gegeben. Das sind die verschiedenen Outfits. Nee, alles gut, Simsi, deswegen sage ich es doch, alles gut. Ja, genau, sie ist aktuell Einzelgängerin und selbstsüchtig. Das waren so die Befehle, die wir ihr jetzt gegeben haben. Und ich würde sagen, wir packen uns jetzt noch ein paar Sims aus der Galerie rein, die eben für die Geschichte jetzt Sinn machen. Also jemanden, der im Heim aufgewachsen ist zum Beispiel. Also eine Heimleitung brauchen wir jetzt. Ich guck mal, ob ihr mir wieder ein paar erstellt habt. Vielleicht hat jemand eine ältere Lady erstellt, die wir vielleicht als Heimleitung nehmen könnten. Ich kann mir gleich nochmal schauen, von wem das Abendkleid ist. Wegen dir habe ich mir dieses Jahresabo geholt. Oh, nice. Ja, haben wir uns auch lange überlegt, Linda. Ich glaube, ich würde den Nachnamen trotzdem lassen. Einfach, dass wir die Verbindung auch immer haben im Kopf. Dass wir wissen, ah, das war die Generation, weißt du? Ich würde es lassen, außerdem finde ich Dakota Atkins einfach auch cool. Aber ja, eigentlich müssten wir es ändern, das stimmt schon. Aber wir können ja auch so tun, dass Atkins irgendwie ein Allerweltsname bei denen in Sims ist. Ja. Kiss of the Fox, Hallöchen. Und 833, willkommen auch an dich und danke für deinen Follow. So, lass uns mal kurz schauen. Wir könnten sie hier als Heimleitung nehmen. Die finde ich passend irgendwie. Hi, Girl. Ich guck beide Hashtags durch, Julia. Aber die Augenbrauen müssen dunkel sein, sonst nervt's mich. Und ein Skin braucht die Lady auch.
Dann nehmen wir sie vielleicht als Mitarbeiterin vom Heim. Gut. Vielleicht einen strengen Zopf. Den hier. Ah, mit den Strähnchen ist blöd. Das ist gut. Ja, wir sehen sie nur in dem Outfit. Okay. Oh, fürs Werder-Berühmt-Let's-Play. Oh, hi, Boy. Okay, die benutze ich aber dann fürs Werder-Berühmt-Let's-Play, glaube ich, nochmal, weil da fehlen mir auch noch ein paar Teenager. Guck mal, Envy und ich. Zwillinge? Ey, so Mima, die sind ja von dir. Heather und Lucy Millen sind Zwillinge, sind aber unterschiedlicher, als sie je sein können. Ihre Mutter bekam die beiden sehr früh und musste die Mädels deswegen... Hä? Hast du die dafür erstellt? Die sind von 22? Hä, die passen voll. Zur Adoption freigegeben. Adoptiert wurden die beiden von einer wohlhabenden Familie. Heather passt sehr gut ins Raster ihrer neuen Familie. Lucy hingegen hat ihren eigenen Topf und ist, Kopf ist eher ein Rebell. Ja, rein da mit denen. Die passen ja richtig gut. Ja, ja, ich habe da immer alle in Playlists gemacht. Celine, gib mir doch bitte gerade mal ein bisschen Zeit dafür. Wir sind ja gerade in der Galerie. Entspann dich mal kurz. Ich guck gleich nochmal. Jetzt guck mal noch unter Stream Sandra. Ja, da sind auch einige Teenie-WG. Ganze Kinderheimkinder. Ach, das ist eine. Oh, die sind aber viele. Ich glaube, die kriege ich 2, 4, 6. Ah, das sind halt schon 8, ne? Ah, shit. Ah. Ich hätte jetzt gern einzeln welche. Ich finde es so blöd, dass man nicht einzeln Sims runterladen kann. Sehr hübsch. Nur weil ich jetzt ein paar Sims nicht nehme, heißt es nicht, dass ich sie gar nicht nehme, ne? Also ich werde die bestimmt irgendwann nehmen. Aber nicht jetzt halt. Weil, ah, guck mal, das sind einige Teenager. Das sind auch zu viele. Shit. Also was wir natürlich machen können... Ich kann jetzt auch erstmal die platzieren und dann noch die anderen hinzufügen. Das könnten wir machen. Wobei es jetzt, ja, es geht nämlich darum, dass Dakota auch ein paar Freunde hat, ne? Wir gucken jetzt mal. Ich gebe den Mädels jetzt mal hier noch einen Skin. Oh. That's a pretty girl, ne? Wir wollen ja nicht lange im Heim bleiben. Das ist heute wahrscheinlich ein Part, den wir im Heim spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann morgen auch dann schon direkt aufs Grundstück ziehen. Aber ich wünsche mir halt, dass sie irgendwie Leute kennenlernt noch, mit denen sie dann auch Kontakt pflegt. Weil sie soll nicht ganz alleine aufgewachsen sein. Wir haben ja gesagt, dass nur weil sie im Heim aufgewachsen ist, heißt es nicht, dass sie unglücklich war, ne? Also sie war nie irgendwie unglücklich oder hat sich alleine gefühlt. Sie hatte ja immer sozusagen eine, sie ist sehr hübsch. Wobei der Skin sie schon sehr verändert, ne? Sie hatte ja immer eine Familie. Also sie war nie alleine, wollte ich sagen, ne? Sie hatte halt ihre Freundinnen dort, mit denen sie aufgewachsen ist. Klar sind manche gegangen, andere sind gekommen. Aber letzten Endes hatte sie immer jemanden, der mit ihr zusammen aufgewachsen ist. Oh, der ist schön, hä? Huh? Das ist ein schöner Skin, oder?
Aber so geht's. So sieht sie immer noch aus wie sie. Ich will sie ja nicht komplett verändern. Das ist niemals deine Simin gewesen, oder? War das jetzt deine? Musst du gucken, ob es dir zu viel Veränderung ist. Oh, ist schon schön, die Lady. Gucken wir mal, ob wir die Augen noch als Sisi haben. Nur ein bisschen, okay? Ich mache nur ein bisschen, okay? Oh, guckt euch dieses Beauty Girl an. Übertreib doch nicht deine Baseman Girl. Du bist viel zu schön für die Welt. Mein Gott. Ina, hallöchen, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Oh. Und Mia, hallöchen. Oh, schön, das hört sich super an. Okay, Schwester Nummer 1. So bis 19 Uhr Ina heute. Hi, Girl. Okay, okay, wir starten nämlich heute in unser neues Let's Play. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ach so, genau, vielleicht noch die Info für euch auch auf YouTube. Also normalerweise versuche ich es immer, die Streams auch am selben Tag hochzuladen. Das klappt nicht immer, immer. Also oft ist es so, dass der Stream, wenn der jetzt gerade, also samstags bin ich zum Beispiel, ja, samstags und sonntags immer von 9 bis 15 Uhr live. Und normal versuche ich immer dann direkt abends um 18.30 Uhr den Part schon hochzuladen. Das klappt nicht immer. Also heute zum Beispiel ist der Stream halt um 15 Uhr angefangen und geht bis 19 Uhr. Das heißt, dieser Part wird erst morgen kommen und der morgige Part erst übermorgen sozusagen. Kann sogar sein, dass eventuell, ich meine, ihr auf YouTube werdet es ja dann sehen, es kann sogar sein, dass der Part, dass beide erst Montag, Dienstag live gehen. Das ist nochmal eine Ausnahme, aber ab nächster Woche werden die dann regulär kommen. Nur damit ihr das wisst, dass normal ich versuche, immer die Streams am selben Tag noch hochzuladen. Klappt nicht immer, aber ich gebe da wirklich mein Bestes, dass die immer so schnell wie möglich online gehen. Aber ja, bei diesen beiden Parts wird es wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich wird es Montag, Montag, Dienstag. Nicht mehr, Angie, das hat sich tatsächlich geändert. Also es gab eine Änderung in den Richtlinien und mittlerweile ist es erlaubt, also zumindest für Partner, ich weiß nicht, wie es für Affiliates ist, aber für Partner ist es erlaubt, die Streams direkt hochzuladen. Der Content darf praktisch sofort veröffentlicht werden. Was ich aber nicht darf, ich darf zum Beispiel nicht gleichzeitig auf Twitch und YouTube streamen, das wäre verboten. Aber den Content gleich zur Veröffentlichung freizugeben ist erlaubt. Das haben sie nochmal geändert. Ja, den sieht man leider nicht, der ist drunter. Oh, der sieht toll aus. Oh, nice. Perfekt, dann gehe ich einfach später einkaufen. Oh, super. Ist bei euch so lange offen? Oh, sie sieht toll aus. War heute Vormittag schon... Berlin schläft ja nicht. Achso. Das kenne ich nicht, weißt du? Bei uns ist immer alles dicht direkt. Oh, Shiana, danke schön für 12 Monate. Vielen, vielen Dank für dein ganzes Jahr Support schon. Vielen, vielen lieben Dank dir für dein Resub. Dankeschön. Ah, sie sieht auch sehr süß aus. Ach gut, dass du immer die gleichen Haare gemacht hast. Dann haben wir jetzt nicht so einen Stress. Okay. Dann haben wir noch Maya, der haben wir auch schon eine andere Frise gegeben. Hä? Verstehe ich nicht, Ina. Hallöchen, ich hoffe, dir geht's gut. Also das Alltagsoutfit von ihr ist vom Unileben, nee, sorry, vom Werde-Berühmt-Pack, aber hat einen Recolor drauf. Und das Kleid ist von Mysterious. Manchmal ist wild, ne? Ist bei mir am Fernseher auch? Hä? Aber was für ein Schloss ist da? Verstehe ich nicht.
Wollen wir die jetzt einfach schon mal platzieren? Und dann vielleicht einfach noch... Ah, wobei, ja... Wir machen noch ins Nachbarshaus, Kinder. Die wir dann besuchen und auch kennenlernen. Wobei, warte mal, ich kann einfach zwei... Ja. Estate on. Weil wir können natürlich auch mehr Sims im Haushalt haben, ne? Das geht ja schon, aber... Oh nee, Mia, ist immer so, ne? Bei mir steht das auch am Fernseher dran, dass der Stream in einem anderen Schloss ist. Hä? Was für ein Schloss? Das verstehe ich nicht, Leute. Was für ein Schloss? Kann davon mal jemand ein Foto auf Discord schicken? Ich interessiere mich für dieses Schloss. Das Haus habe ich aus der Galerie runtergeladen, ja. Oh, was ist denn da für eine Fusseltassenparty? Oh, wie schön. Ich sehe es ja jetzt erst. Cool, Zombie. So, das ist das Kinderheim. Tja, wenn ich jetzt wüsste, von wem das war, ne? Park Shore Children's Home ist es. Und es sieht von außen so aus. Sieht echt schön aus, gell? Park Shore Children's Home. Okay, Julia, ich schick dir mal die Regeln rein. Schau mal. Generell geht es in der Challenge darum, dass wir das perfekte Erbe erreichen. Also jede Generation soll erfolgreicher sein als die Generation davor und somit die perfekte Generation abgeschlossen werden, sozusagen. Hast du deinen Stream abgeschlossen wie ein Tagebuch? Ja, weiß ich auch nicht, ne? Sieht toll aus, das Heim. Ja, finde ich auch. Was ist denn da los, Leute? Kann es sein, dass Twitch gerade Probleme hat? Okay, da machen wir jetzt einfach noch diese Achtergruppe daneben. Hatte auch Probleme, Sunny, du auch. Cinderella, Hallöchen. Eigentlich finde ich das schon spannend, aber die sind tatsächlich doch noch zu klein. Ich heißt nicht, dass ich die nicht trotzdem mal verwende, aber ich glaube, ich würde dann eher auf die Teenager zurückgreifen. So. Okay. Mann, Mann, Mann. Also manchmal gibt es auch einfach technical problems, ne? Technical issues, meine Lieben. So, und die schmeißen wir jetzt hier raus. Und die kommen da rein. Entschuldigung, diese Seite ist in einem anderen Schloss. Hä? Das macht so gar keinen Sinn, oder? Dankeschön, Ina, fürs Schicken. Es macht so gar keinen Sinn einfach. Was für ein Schloss einfach. True Queen, Hallöchen, wie geht's dir? Nur gut. Haben wir halt eine Schlossparty heute. Passt eigentlich zur Challenge, weil da habe ich Krönchen benutzt. So, die leben jetzt hier. Okay. Ja, perfekt. Dann gehen wir jetzt rüber und dann... Mein Gott, dann starten wir rein! Oh Mann, ich hoffe, es geht gleich wieder. Ich hoffe, Twitch kriegt das in den Griff. Genau, es wird auch so sein, dass ich die Musik generell sehr leise stelle, beziehungsweise kaum hörbar
sein wird, weil ich das immer bei Streams sehr angenehm finde, wenn nicht die ganze Zeit noch Musik im Hintergrund schellert. Das heißt, nicht wundern, wenn ich die Musik aus habe teilweise oder ganz, 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 ganz leise. Einfach, ich finde es dann beim Streamen sehr viel angenehmer und ich glaube, beim Zuschauen ist es auch viel angenehmer, wenn nicht die ganze Zeit irgendwelche Lieder spielen. Ja, ich glaube, dass Twitch gerade Probleme hat. Vielleicht einfach mal komplett ausmachen und wieder anmachen, ha? Huh? I don't know, no. Gut, wir sind jetzt hier. Da ist unsere Dakota und ja. Wir haben Pläne mit ihr. Geheimnisse von Strangerville. Sie hat noch nicht viel erreicht, außer Geburtstag gefeiert. Und sie kennt auch bisher niemanden außer Heather, Lucy und Maya. Und ich würde sagen, dass wir uns bei Lucy und Heather jetzt einfach mal ein bisschen bequatschen mit den Mädels und mal gucken, ob wir Freundinnen in ihnen finden können. Was möchtest du denn tun? Mit Maya plaudern. Mia heißt sie, nicht Maya. Mia, Leute, sie heißt Mia. So, und welches? Und Pivka, willkommen im Stream. Hallöchen. Danke für dein Follow. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, welches Bestreben wir ja bei ihr erfüllen müssen. Wie findest du die Mädels? Ja, Nina, gleich nicht mehr. Wir holen gleich noch ein paar von den Nachbarskindern rüber. Ich muss noch mal gucken, wo die sich rumtreiben. Ich glaube, die sind hier, ne? Ja, guck mal. Da stehen die schon. Ich nehme jetzt einfach ein paar in die Familie auf. Die jetzt hier stehen. 2, 4, 6, 7, ja, gut. Jetzt sind wir schon ein größeres Heim. Und es sind halt gerade keine Kinder da, die sind halt teilweise gerade alle, ja, vergeben, sage ich mal. Also viele Kinder sind schon vermittelt worden. Oh. Wir gucken jetzt nochmal nach der ersten Generation. Genau, Vorbereitung haben wir getroffen und wir werden bald nach Strangerville aufbrechen. Ich werde das Geld jetzt natürlich lassen, aber theoretisch hat sie ja noch kein Geld. Wir könnten jetzt anfangen, sie muss Weltraumbilder sammeln. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, wie man Weltraumbilder sammelt, aber jetzt gerade kann sie die wahrscheinlich noch gar nicht sammeln. Aber wir brauchen ja natürlich auch ein bisschen Geld. Na? Ja, vielleicht sind die Kinder in den Sommerferien, das können wir natürlich auch sagen, klar. Teleskop wahrscheinlich, ne? Aber viele Wohngruppen haben auch nur bestimmte Altersgruppen. Ja, true, das kann natürlich auch sein, mein Glöckchen. Oh, sag mal, Leute. Okay, Teleskop, gut. Wir lernen jetzt erstmal die neuen, also die Mitbewohner sozusagen kennen. Mia ist, wie gesagt, die Leitung. Und sie möchte sich gern mit Mia anfreunden. Finde ich eigentlich ganz schön, ne? Lass dich nicht von der Bahn überfahren. Lucy sieht sympathisch aus. Ich kann mal gucken. Wo will unser Girl denn hin? Schach spielen. Warum willst du nicht mit den anderen? Gut, sie ist Einzelgängerin, ne? Oh, okay. Sie ist zu Lucy gegangen. Weil eigentlich ist sie Einzelgängerin. Eigentlich müsste es ihr auch schwerfallen, mit anderen Leuten Kontakt zu pflegen, ne? Was machst du jetzt? Wir müssen uns da jetzt erstmal einleben, ne? Oh, Attraktivitätsalarm, Taylor. Okay. Attraktivitätsalarm auf Tyler. Na gut, dann werden wir ihm doch auch mal Hallo sagen. Wait, ist der gar nicht in unserer Family?
Tyler. Tyler. Dem haben wir jetzt halt gar kein Remake gegeben, ne? Ach, Lucy hat einen Attraktivitätsalarm auf Tyler. Ach so, Entschuldigung, Lucy hat den Tyler-Alarm, Leute. Lucy hat den Tyler-Alarm, nicht Dakota. Oh mein Gott, die haben sich einfach direkt kokett vorgestellt. Er wagt es, ungestylt teilzuwerden? Ah ja. Und Fernandra, hallöchen. Okay, Lucy ist ein bisschen in love. Wir gehen jetzt aber mal nach Hause. Alle sollen mal nach Hause gehen jetzt. Wir sind nämlich noch so halber auf der Gasse. Alle rein da mit euch. Komm, komm. Und dann rein zu Dakota. Cool, dass wir jetzt ein neues Haus haben auch und dass sie da jetzt lebt. Aber wie gesagt, wir werden morgen wahrscheinlich dann direkt ausziehen und dann wird sie ihr Leben in Strangerville starten. Ja, das Heim habe ich aus der Galerie runtergeladen. Genau. Das ist wieder Lil Simsys Welt, genau. Ja. Genau, vielleicht sage ich das auch nochmal. Gut, dass du es ansprichst, Carrie. Ich habe die Spielwelt runtergeladen. Das ist eine Spielwelt von Lil Simsy. Die hat eine ganze Welt hochgeladen mit verschiedenen Grundstücken, die schon vordefiniert sind und Sims, die hochgeladen sind. Man kann das machen in Sims, dass man Spiel, also dass man praktisch Spielstände mit anderen teilt und das hat Lil Simsy gemacht. Wenn ihr das auch gerne machen möchtet, könnt ihr mal bei Lil Simsy bei, also einfach mal Lil Simsy Welt eingeben bei Google, dann kommt ihr da direkt auf den Link. Das ist super simpel, müsst es nur in den richtigen Ordner schieben, das steht da auch mit dabei und dann habt ihr auch schon einen neuen Spielstand. Ziemlich cool ist das. In die Save-File müsst ihr die, glaube ich, sogar nur einschreiben. Das ist super einfach. Soll das jetzt dein Bett sein, Girl? Ist in Ordnung für mich. Das ist aber ein richtig schönes Zimmer, du. Das ist ein richtig schönes Zimmer. Oh, die anderen Zimmer sind, glaube ich, fast schon zu klein. Oh mein Gott, sehen die Nägel geil aus. Holy Möhrchen. Richtig nice, dass du damit so langen Nägeln arbeiten kannst. Ich komme damit nicht klar. Aber ich finde es sehr, sehr hübsch. Schönes Kinderheim. Ich glaube, das ist eher das Zimmer von der Heimleitung, ne? Wenn ich ehrlich bin. Müssen wir dir dieses Bett hier zuweisen. Darf die jeweilige Generation eigentlich nur ihre eigenen Sammelobjekte sammeln oder dürfen die auch Frösche sammeln, um Geld zu bekommen? Ich habe echt drüber nachgedacht, Angie, als wir gerade gestartet haben. Und ich würde sagen, wirklich nur die Sammelobjekte, die drinstehen, weil sonst sammelst du ja, weil dadurch, dass wir ja immer in derselben Generation bleiben, sammelst du ja dann schon Objekte für die nächste Generation. Weißt du, was ich meine? Und das macht dann keinen Sinn. Deswegen, vielleicht muss ich das in die Regel nochmal reinschreiben, dass man nur seine Sammelobjekte sammeln darf. Wir bleiben nicht in einer Generation nur in einem Haushalt, oder? Doch, wir bleiben für immer in demselben Haushalt. Das wird so sein, dass Dakota dann irgendwann jemanden kennenlernt, mit dieser Person mindestens ein Kind bekommt, dieses Kind groß wird, Dakota wird alt, zur Seniorin, bleibt aber zu Hause leben. Also wir haben in dieser Generation, ist es so, dass die Großeltern immer mit leben bleiben, weil die Legacy, die Familie ist das Wichtigste. La Familia in dieser Generation, die bleiben mit wohnen. Dinolein, Hallöchen und Glühwürmchen, Hallöchen. Oh, krass. Eva, das ist aber auch immer viel, ne? Hat was von italienischer Mafia, naja. So, gut, Girl, dann mach doch am besten mal deine Hausaufgaben. Mmh.
vielleicht Forschen debattieren. Wir sollten mit ihr auch Sport machen, weil sie geht ja in die Militärkarriere und es wäre cool, wenn sie schon früh Lust an Sport hat. Aber dürfen sie dann sterben? Ja, die dürfen dann schon sterben. Aber halt erst, wenn die Zeit gekommen ist natürlich. So wie es immer ist im Leben. So ist es auch bei Sims. Sie dürfen sterben, wenn sie, ne, irgendwann so weit sind. Das Lied nervt mich. Oh, Nathalie, hallöchen, wie geht's dir? Also die anderen Sims sind natürlich jetzt auch gerade noch Teil, aber mit denen spielen wir jetzt natürlich nicht. Wir spielen jetzt aktiv mit Dakota. Und Sim Lena, hallöchen. Na, alles gut? War sehr schön, Fernandra. Danke der Nachfrage. Hat alles super gut geklappt und sie hat sehr toll auf mich gehört. Einfach ein großartiges Kind. Tatsächlich 7:45, Dinoline. Also sie hat, und ich glaube tatsächlich, dass ich schuld war, dass sie aufgestanden ist. Also ich meine, die steht generell so gegen 8:30, 9 auf. Spätestens natürlich, aber mein Wecker hat um 8 geklingelt. Weil ich nicht daran gedacht habe, meinen Wecker auszustellen. So widerlich. Es könnte ein Fehler gewesen sein, diese öffentliche Toilette zu betreten. Toll. Gut, sie hat ihre Hausaufgaben erledigt. Und wie gesagt, sie will ja erfolgreich sein. Deswegen wird sie wahrscheinlich auch direkt noch, weitere Hausaufgaben machen. Zusatzaufgaben oder sowas. Wisst ihr, was wir machen können? Wir können die... Wo ist denn der Briefkasten? Oh, schönes Haus. Wo ist der Briefkasten? Schalalalala. Isa, hallöchen. Oh, wie toll. Was gibt's Gutes zu essen? So, Cheerleading. Ach, eigentlich ist es egal. Wir werden ja dadurch, dass wir den Sims Spielstand spielen, sowieso neue Leute in der Schule haben. So, sie macht jetzt noch ihre Zusatzaufgaben. Dann geht sie irgendwas essen. Vielleicht Frühstücksburrito einfach. Oh, macht es, Eva. Das hört sich gut an. Ja, der Enfi hat's erzählt, Dinoline. Das war richtig wild, ey. Das war richtig wild. Crazy, ey. Ach so, wo ist denn Dakota? Ach, sie macht immer noch ihre Hausaufgaben. Ich dachte, sie sitzt da unten. Oh, und Lusala, das ist auch mal großartig. Genau, wir haben die Regeln zusammengeschrieben on Stream und on YouTube sozusagen. Also wir haben, ich habe die vorgeschlagen und wir haben dann die Regeln dazu gebildet und zusammen entschieden, wie wir was machen wollen und wie was sein soll, genau. Und Mondfee, hallöchen. Also ich bin jetzt noch 1,5 Stunden live, also bis 19 Uhr. Komm, frühstücke, genau. Also Frühstück am Abend. Und sonst gehen die Streams immer so 2 bis 3 Stunden. Also der erste Part geht jetzt ein bisschen länger, also auch für euch auf YouTube, dass ihr euch nicht wundert, weil der läuft schon eine Stunde. Der geht ein bisschen länger als sonst, aber sonst gehen die Streams meistens so 2 Stunden. Mach das, Mali. Viel Erfolg dir. War lecker? Dann lasse ich sie jetzt mal joggen gehen. Und dann gehe ich tatsächlich doch mal ganz kurz für kleine Mädels und beiß schnell die Nudeln, schieb mir schnell die Nudeln rein, die der Enfi gemacht hat, damit ich noch was esse heute. So, ich lasse sie joggen. Girl, du sollst joggen. Lass dich bitte nicht von der Bahn überfahren. Nee, wir machen lieber Pause, das ist mir zu gefährlich. Ihr wisst, was passiert, wenn ich, ne, wir machen eine ganz kurze Pipi-Pause. Ich werde schnell die Nudeln essen. Die sind schon warm und fertig. Das heißt, ich muss sie nur noch reinschaufeln. Bin sofort wieder bei euch. Ja, ein paar Minütchen und dann geht's weiter. Doch, Girl, du machst jetzt Sport. Lass dich bitte nicht überfahren, sonst ist die Challenge vorbei. Obacht, Miss, passen Sie bitte auf. Handy im Straßenverkehr. Obacht, Hilfe, Miss. Passen Sie bitte auf. Im Franzi, das ist das perfekte Erbe-Challenge, nennen wir das. Also das perfekte Erbe-Challenge. Ja,
so heißt die. Und der Link ist da, genau. Die Mini hat hier gerade die Regeln reingeschickt. Da kannst du gerne mal reinschauen. Hochgefährlich in Verrocky, voll. Pusteblume aus dem Recht und. Nee, aus dem. Oh mein Gott. Unterschied im Stammbaum-Challenge. Aber du kannst dich ruhig bei ihr vorstellen. Aber du willst nicht so viele Leute kennenlernen, ne? Hm? Okay. Sport beendet oder was? Yes. Genau, das ist Dakota. Sie ist jetzt so ein Teenager gealtert und hat jetzt, ihre Legacy hat gerade gestartet. Wir werden mit ihr jetzt ein bisschen an der Sportfähigkeit arbeiten. Bewältigung der Aggression. Manchmal werde ich so wütend. Ja, mach Sport. Das ist, wir sind gerade im Kinderheim, deswegen sind da so viele Sims unter uns. Aber, oh mein Gott, jetzt stinkt sie ein bisschen. Aber wir werden im nächsten Stream, das findet morgen um 9 statt, da werden wir dann in unsere, ja, nächste Geschichte starten, beziehungsweise also mit ihr ins nächste Abenteuer starten, wollte ich sagen. Und dann nach Strangerville ziehen. Das wird ganz, ganz aufregend. Ich habe schon sehr lange nicht mehr in Strangerville gespielt, fand die Geschichte damals aber tatsächlich ganz spannend. Deswegen freue ich mich darauf, das nochmal zu erforschen mit ihr zusammen. Wie kommt man denn da in die Toilette rein? Ja. Sophie, hallöchen. Von der letzten Generation Pusteblume. Also Generation 5. Hallo Michelle. Muss den Anfang dann nachschauen. Ja, also viel haben wir noch nicht gemacht. Ob du mal nach Hause möchtest, Maus? Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Ja, gell, da fehlt eine Tür. But why? Ja, wir haben bestimmt oben noch ein Badezimmer. Ob da ein bisschen Knoblauch im Essen war? Kann sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich Strangerville lohnt. Es ist jetzt nicht eins meiner Favorite Packs, so viel dazu. Aber ich hab's und da mal zu spielen ist ganz cool. So. Lutendo, hallöchen. Aber es ist jetzt nicht krass. Gibt's in Strangerville Okkulte? Es gibt in Strangerville tatsächlich Wesen. Oh mein Gott, das ist ja geschnitten wie ein Herz. Wie süß ist das denn? Sandra ist auch eine ganz ne Liebe. Hör auf, Schlade, du bist auch eine ganz ne Liebe. Wir gehen nämlich morgen in die Highschool, Leute. Oh, die Lichter müssen wir noch auf automatisch stellen, ne? Okay, dann geh noch mal pieseln. Und dann legen wir uns auch schon ins Bettchen. Und dann geht's morgen in die Highschool mit unserem Girl. Ach, wartet mal. Ich kann ja bei den anderen mal einstellen, dass wir nicht mit denen in die Highschool gehen. Weil mit denen brauchen wir nicht in die Highschool. Mit Dakota schon. So. Gut. Marlinchen, das ist die perfekte Erbe-Challenge. Da geht es darum, dass jede Generation noch erfolgreicher wird als die Generation davor. Also einen perfekten Stammbaum wollen wir hier machen. Und mit Ausrufezeichen Challenge kommst du direkt auf die Regeln. Ja, die Sims habe ich runtergeladen aus der Galerie mit dem Hashtag StreamSandra oder InSandra. Also da waren beide. Wie sieht es mit Ruhm auf? Aus, dürfen die schon haben? Du meinst, wenn sie jetzt Ruhm aufbauen würde, ob sie das behalten darf? Ja, also das würde ich schon lassen. Ich glaube, bei ihrer Karriere als Militär weiß ich nicht, ob man da Ruhm bekommt, aber wenn, dann wird es, ja, passen. Mhm, auf jeden Fall. Kann passieren, dass sie das aufbaut. Celine, hallo, kurzes Hallo aus dem Hotelzimmer zum Frischen machen. Gleich geht es zum Geburtstag. Wait, hast du Geburtstag, Celine, jetzt? Ist es jetzt soweit? Moment, Celine. du hast jetzt heute Geburtstag, nicht wahr? Gell, Celine? Die Celine hat heute Geburtstag! Habe ich natürlich nicht vergessen, ich wusste das ja. Weil du jetzt geschrieben hast und dann war mir sofort klar, die Celine, die hat ja heute Geburtstag. Also du hättest auch gar nicht schreiben müssen, ja, weil ich wusste das ja. Wunderschön, hm? Ja, ob du jetzt auch mal schlafen gehen willst, damit wir spulen können, Mister. Und du genauso.
die alle mal schlafen gehen wollen. Let's go. Schlaf, Dakota, schlaf. Natürlich wusstest du das. Ja, easy. Hätte ich auch nie in Frage gestellt. Richtig so. Verstehst du? Ach Mann, schön. Wieder mal ein Geburtstagsmäuschen im Chat gehabt. Was geht ihr denn essen? Was gibt's für ein Genre? Für ein Essensgenre? Ja, Essen kategoriere ich in Genre. Dakota, ob du jetzt mal auf... Was ist denn mit dir? Gehst du mal bitte schlafen? Nee, kein Kaffee trinken. Schlafen. Riesenschnitzel. Boah. Was für ein Schnitzel? Rahmschnitzel? Rahmschnitzel beste. Mach das, Lena. Schön, dass du da warst. Meine Liebe, fühl dich gedrückt. Und hab noch einen schönen Tag. Bruder, ob du jetzt schlafen gehen möchtest. Diese Kinderheim-Zimmer sind irgendwie ein bisschen schwierig. Aber wir haben es jetzt auch nicht angepasst an dieses Let's Play, ne? Oh, Goldie, Hallöchen, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Ich denke mit Champions-Rahmen so, Carsten will ein feuriges. Also, Discord-Bild. Ihr könntet uns sein. Ihr könntet uns sein. Ihr könntet wir sein. Ich Rahmschnitzel, Envy feuriges Schnitzel. Frage Pommes oder Kroketten. Und schick dir ein Bild ins Dizzy. Dann kann ich mitgeiern da drauf. Oh mein Gott, Dakota, du musst in einer Stunde zur Schule. Ich weiß nicht, ob du das mit dem Frühstück jetzt noch schaffst. Jetzt war ich abgelenkt vom Schnitzel. Oh. Oh. Ja, ich mag Champignon auch so gerne. Champignon-Rahmsoße. Ob ihr mal alle vom Kühlschrank weg könnt. Krabbelgarten München bei Google eingeben. Das hört sich voll gut an. Schickst ein Bild, gut. Ich glaube, der kam da nicht hin. Ich glaube, die hatten gerade alle ein Issue am Dings. Am Kühlschrank. Aber ist nicht schlimm. Wir wollen jetzt eh in die Highschool, da kann sie auch frühstücken. Theoretisch zumindest. Praktisch wird es halt eng wieder, ne? Zeitlich. Oh, Mini. Musst du was essen? Irgendwas Gutes, apropos. Kann ich meinen Timer wieder starten? Musst du was essen? Essen wichtig. Lari, Hallöchen, willkommen im Stream. Ich bin gerade geschockt, dass Sims 4 kostenlos ist. Hast du eine Weile nicht mehr gespielt und es nicht mitbekommen, oder wie? Ja, Sims ist tatsächlich seit, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, das ist jetzt auch schon fast ein Jahr, ne? Ich glaube, das ist jetzt fast schon ein Jahr, dass Sims 4 kostenlos ist, das Basisspiel, genau. Ja, für den PC und ich weiß gar nicht, wieso auf der Konsole. Ist Sims 4 auf der Konsole auch kostenlos eigentlich? Das kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Oh mein Gott, das ist die Base. Nee, das kann man nicht lassen. Ich habe doch noch eine Highschool von euch abgespeichert in meiner Galerie. Mal gucken. Seit Oktober, Oh, wie schön. Oh, ey, der Kuchen sieht ja mega aus. Voll schön, Celine. Wundervoll. Oh, wie schön. Haben sie dir schön gemacht. So, eigentlich hatte ich noch eine Schule abgespeichert. Sehe ich jetzt nicht mehr. Von der Thekla hatte ich doch eine Schule.
Ich weiß aber nicht, wie groß die war. Seit 18. Oktober 22. Ah, okay. Sumima, hast du eine? Sumima, wie groß ist denn die? Ist das eine kleine? Ich hätte jetzt gern nicht so eine Riesen-Highschool. Also. Muss ja auch Kunststücke machen, ne? Groß ist die? Geht, ne? Hm, Ace Iris ist auch relativ groß. Ich glaube, da gibt es auch einen Keller. Ich nehme jetzt mal die. Baby.enable free build. Bam. Nämlich. Jubiliert. Bam. Druff. Nee, geht auch so. Ich muss nur den Baumodus wechseln. Daran habe ich nicht gedacht. Auch schön, dass es wieder geht, Nessie. Und Miss Donut, Hallöchen. Challenge nicht hochladen. Ist ja auch nicht schlimm. Nee, ist nicht schlimm. Ja, die ist von der Größe okay. Die ist nicht zu groß. Passt. Nee, das passt. Also ein bisschen groß darf sie ja sein. Sie sollte nur nicht so riesig sein. Und Meo, Hallöchen, willkommen. Gesehen, ihr fangt was Neues an. Wir haben ein neues Let's Play gestartet. Ja, und zwar das perfekte Erbe. Und da geht es um das perfekte Erbe und über mehrere Generations hinweg. Und ja, ich mache mal Ausrufezeichen Challenge und dann kannst du gerne mal reinlesen, worum es da geht. Die seit heute sind die Regeln auch veröffentlicht. Ganz genau. Okay, unser Girl ist jetzt natürlich hier draußen. Die sind jetzt alle draußen. Vom Direktor mehr über die Welt erfahren. Über die Schule. Stopp mal, stell dich mal vor. Hier ist die Lehrerin. My girl, come back, please. Und Karma, Hallöchen. Oh, hallo. Ich bin neu auf dieser Schule. Ich wollte fragen, brauche ich noch irgendwas? Muss ich noch irgendwas mitbringen? Oder wie sieht es aus mit Schulunterlagen oder so? Bist du nicht die vom... Ja, genau. Ah, okay. Mhm. Ja, das Heim hat schon alles geklärt. Heim? Ach, du bist die vom Heim. Ist das irgendwie wichtig? Nö, natürlich nicht, aber ich habe mich nur gefragt, weil wir haben schon gesagt, dass jemand Neues dazukommt. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall hier und, naja, muss ich noch irgendwas machen? Ja, such dir einen Spind raus. Egal welches? Ja, ist egal welcher Spind. Okay. Nehmen wir vielleicht doch den Spind hier, hm? Tatsächlich wird sie im Teenageralter schon ausziehen. Vielleicht kriegt sie irgendwie, also... Ja, vielleicht kann sie sich irgendwie als voll, also man kann sich ja irgendwie als mündig erklären, oder? Geht das nicht irgendwie? Ich kenne mich da leider nicht so gut aus. Aber ich glaube, man kann sich ja dann irgendwie als mündig erklären und vielleicht macht sie das, bevor sie 18 wird und kann somit auf einem eigenen Grundstück leben. Vielleicht wird sie kontrolliert von der Heimerziehung, also vielleicht wird sie betreut und immer mal wieder kommt da jemand vorbei. Aber eigentlich wollten wir schon als Teenagerin dann ausziehen. Sie muss auch weiterhin zur Schule und sowas. Was machen wir denn für eine Spinddeko? Irgendwie geht da sowas. Oh, das sieht hübsch aus. Guck mal. Ja, wir haben alle Emotionen. Oh mein Gott, wir haben einfach fast alle Emotionen. Mal gucken, ob ich sie kenne. Traurig, unwohl, energiegeladen, kokett,
glücklich, unwohl, traurig. Na gut. Ja. Ob die sich mal um sich selbst kümmern wollen. Fragt man sich. So, willkommen in der Coverdale High School. Super. Das ist eine schöne Highschool, Sonima. Du musst zum Unterricht. Du musst zum Unterricht. Du musst zum Unterricht. Wieso kann sie nicht am Unterricht teilnehmen? Oh oh. Weil es ja keine Sitzplätze sind, ne? Schüttel. Ich weiß halt nicht, welche Klasse das ist, ne? Wird eigentlich nur noch rot. Wütend, stimmt, stimmt. Ich guck mal, dass wir die Tafel dann doch wegmachen. Dann hätten wir nämlich hier zwei Klassenräume. Das müsste eigentlich passen dann, ne? Habe ich aber auch nicht gedacht, dass das ein Problem geben kann. Man ist selbst immer in Klasse 1. Da bin ich mir echt nicht sicher, ne? Ja, man kann sich als Teenager für mündig erklären lassen. Oh, es hängt gerade. Dann können wir das doch machen, oder? Okay. Okay, sie geht was essen. Danach muss sie aber für die Prüfung lernen. Jetzt hat sie es einfach irgendwo hingeschmissen. Freundlich zu einem Schüler sein. Guck mal, hier ist eine Schülerin. Camelia. Oh, sie hat richtig Einzelgängerprobleme, Leute. Sie hat richtig Probleme, weil sie eigentlich gerne Einzelgängerin ist. Okay, das hast du auch gemacht. Super. Dann kann sie noch eine Stunde lernen. Coole Haare. Bridget Barrett. Das ist ein bisschen ein Zungenbrecher, der Name auch. Gut. Dann lern mal ein bisschen. Oh, das Molly. Und dann lässt sie sich einfach für mündig erklären. Und dann werden wir mit ihr zusammen, ja. Okay. Gehst du zum Unterricht? Ja, jetzt geht sie zum Unterricht. Dann müssen wir nur mal gucken, zu welchem Unterricht sie geht. Oh, sie ist so angespannt, weil sie eigentlich gar keinen Bock darauf hat, ne? Aber sie möchte sich gerne mit Tyler anfreunden. Das können wir auf jeden Fall mal anpinnen. Okay. Sind wir jetzt zu spät gekommen oder wie war das jetzt? Naja, gut. Steht hier auch was über Dakota vielleicht? Nee. Gut. Lisa, habe ich jetzt Hallo gesagt gerade? Und Lyra, Hallöchen, komme gerade von der Hochzeits-Apero? Was? Was ist das? Wärme meine Süßkartoffelkritteur auf und mach mich dann wieder los ans Stadtfest. Hä?
Was ist denn ein Hochzeitsapero? Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Aber was ist das? Schön, dass du kurz reinschaust. Und Haley, hallöchen. Oh nein, Leonie. TikTok, ganz kritisch für Ohrwürmer. Ganz kritisch. So, wir sind wieder zu Hause. Wir kümmern uns jetzt hauptsächlich um Dakota. Ich hoffe, die anderen kümmern sich um sich selbst. Wäre halt gut. Mikrowellenkuchen. Weil sie, ach guck mal, hier ist die Tür verrutscht. Wobei sie eigentlich auch lernen müsste, selbst zu kochen, ne, damit sie, ja, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Ob du bitte was essen möchtest, Mausi? Ich würde mich so freuen für dich. So, wo ist denn Tyler, damit du dich da mal anfreunden kannst? In der Badewanne. Na gut, das ist jetzt kritisch, ne? Ich kenne nur Aperol. Kennt man das Wort Apero in Deutschland nicht? Nee, sagt mir gar nichts. Ob du mal bitte auf Toilette kannst? Oh, ich muss auch schon wieder pinkeln. Ich glaube, ich gehe schnell. Ich lass. Leute, wieso kann sie denn nicht auf Toilette gehen? Ah, jetzt geht sie. Ich gehe auch kurz auf Toilette. Wir gehen zusammen pinkeln. Mal gucken, ob es funktioniert. Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen. Oh, das wird unser Tag, Baby, wenn wir aufstehen. Oh, oh, Val Pam. Oh. Sie war bestimmt schneller, oder? Nina! Ey! Dankeschön für den verschenkten Sub. Dankeschön. An Linguinchen. Oh, wie lieb.
So, ich bin wieder zurück vom Pipi machen. Unser Girl war natürlich dreimal so schnell als ich, ne? Dreimal so schnell wie ich und ihr wisst schon Bescheid. Also der nächste Part wird dann ein bisschen spannender tatsächlich, weil wir jetzt in diesem Part ja relativ stupide, wir haben jetzt ne hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, aber der nächste Part wird dann richtig spannend, weil dann ziehen wir aus. Aber sie hat dann eben einfach schon ein paar Kontakte geknüpft. Das finde ich halt irgendwie wichtig, dass wir halt irgendwelche Kontakte haben, weil sie dann halt in Strangerville erstmal ein bisschen alleine sein wird und auch erstmal Kontakte aufbauen muss. Alina, Hallöchen! Und ich finde es halt schön, dass sie jetzt halt ein paar Leute erstmal kennt und dann daraufhin halt aufbauen kann. Sie möchte sich mit Tyler gerne befreunden. Den können wir mal noch ein bisschen anlabern. Und ja. Genau, den quatschen wir jetzt einfach mal voll. Können wir ihn nicht kennenlernen? Nee. Gut. Doch, können wir doch. Komm, jetzt quatscht mal ein bisschen. Wieso hat dieses Girl einen Partyhut auf? Hä? Ihr wolltet doch quatschen. Was ist denn daraus jetzt geworden? Ja, ja, danach geht wieder die Post ab. Mhm. Ja, genau, Nina. Deswegen ist das Geschenk da. Die Ruhe vor dem Sturm, ja. Also die nächsten Parts werden auf jeden Fall... Ich finde es halt auch schön, wenn wir dann mit ihr alleine sind, ne? Und wir dann nicht diese ganzen Leute in der Leiste haben, mit denen wir jetzt eigentlich auch gar nicht viel zu tun haben, so. Wir können ja nochmal mit der Heimleitung sprechen. Und du willst jetzt dann ausziehen, oder was? Ja, ja, ich habe mich für mündig erklären lassen und ich warte jetzt nur noch auf den Bescheid und ich bin mir sicher, er kommt morgen mit der Post. Und dann kann ich ausziehen. Ja, und wo willst du hin? Naja, Strangerville. Hast du noch nie von Strangerville gehört? Es ist so cool dort. Und ich habe halt überlegt, dass ich irgendwas gern mit Sport machen will und so. Nach der Schule? Ja, nach der Schule dann. Und naja, Sport ist halt schon cool, weißt du? Und eigentlich mache ich ganz gerne Sport. Du siehst mir jetzt aber nicht so sportlich aus. Also ich meine, so Kraftaufbau. Das ist ja gar kein Problem, aber ich muss halt noch ein bisschen was dafür tun. Hallo, Boy, wir reden gerade miteinander. Kommst du mal bitte wieder hierher? Entschuldigung? Warte mal. Hart abrocken, vergiss es. Wir reden hier. Komm zurück. Hart abrocken. Zum Spielfan, Hallöchen. Und The Joker, willkommen im Stream. Hallöchen, ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du hier reinschaust. Hart abrocken. Ein bisschen plaudern hier. So unhöflich. Also, excuse moi. Und Mimi, Hallöchen. Na, alles gut? Ja, genau. Und dann, Strangerville ist halt richtig cool, weil die Stadt, die ist total, naja, die ist so unerforscht, weißt du? Kaum jemand war dort. Und es, dabei soll es so cool sein. Und naja, wir hatten in der Schule vor ein paar Jahren mal drüber gesprochen, über Strangerville und so. Ja, und deine Family? Also, hast du irgendwo noch Verwandte in Strangerville oder sowas? Nein, keine Ahnung. Ich hab wie du keine Family. Also, oder hast du noch Familie? Ja, ja, ich hab noch einen Opa, aber naja, bei dem wollte ich jetzt nicht unbedingt aufwachsen. Hm, verstehe. Aber ja, nee, also, ich hab ja keine Familie. Also niemanden. Nein, gar niemand. Und also deswegen habe ich mir eine Stadt rausgesucht, die irgendwie cool ist und mysteriös und auch spannend, damit ich, naja, irgendwas zu tun habe. Weißt du, dass ich was erforschen kann? Ja, das hört sich schon cool an. Ja, oder? Und ich glaube, man kann richtig gut Karriere machen in so einer Stadt. Naja, ich habe mal irgendwas über Strangerville gelesen. War da nicht irgendwie mal so ein Vorkommen mit irgendwelchen komischen Leuten? Ja, schau hier, das sind die Bilder davon. Das war richtig krass, da war wirklich mal was gewesen, aber keine Ahnung, wie schlimm das jetzt war. Und man kann da auch ein bisschen erforschen und so. Und ich will da einfach nur hin, um, naja, was zu erleben einfach. Und meine eigene Familie irgendwann zu gründen. Du denkst jetzt schon an Familie? Naja, irgendwann auf jeden Fall. Danke für den Insane Train, ihr Lieben. Irgendwann denke ich auf jeden Fall an Familie, du nicht? Naja, ich will jetzt erstmal alleine klarkommen, mein Leben irgendwie so ein bisschen auf die Kette kriegen, nachdem ich hier volljährig geworden bin. Aber vielleicht sollte ich mich auch für mündig erklären. Das klingt ziemlich nice, dann hast du dein Ding. Boah, das war aber richtig viel Papierkram. Sag ich dir gleich. Ja, kein Problem für mich. Ja, okay. So. Können wir nochmal mit Maya reden? Maya ist ja die Heimleitung. Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt mal hier ins Zimmer geht und ja, mal mit ihr quatscht. Hey, Mia, schläfst du schon? Sie heißt übrigens Mia, nicht Maya, ne? Hm?
Hey, Mia, schläfst du schon? Och, Dakota, was möchtest du denn hier? Nein, alles gut, setz dich. Wollen wir reden? Was ist denn los? Ist alles in Ordnung? Es ist, ja, klar, alles cool, so. Naja, wegen dieser Mündigkeitsgeschichte nochmal. Oh, ja, also ich drück dir ganz fest die Daumen, dass das klappt. Du hast so hart daran gearbeitet, dich für mündig erklären zu lassen. Ja, total. Also, naja, ich denk mal, dass morgen der Bescheid kommt und ich habe alles abgegeben. Es muss klappen. Was soll ich denn tun, wenn es nicht klappt? Sekunde. Moment. Moment. Oh, jetzt habe ich doch so einen Dialog angefangen. Okay. Und die Katja, dankeschön für deinen Follow. Willkommen im Stream, Hallöchen. Und Limia, Hallöchen. Kennt ihr noch Sailor Moon? Aber sowas von kenne ich Sailor Moon. Oh, Sailor Moon. Ja, Punkt. So, können wir weiterreden? Das wird sicher klappen. Ich bin mir sicher, dass... Also ich kenne Sailor Moon, ich habe früher mal geguckt. Ich bin mir sicher, dass das klappt, Dakota. Und wenn nicht, ich kann dich da auch unterstützen. Wir können da nochmal gucken. Wir können auch noch mit jemandem reden, wenn du das Gefühl hast, dass du da noch weiter Hilfe brauchst. Außerdem wird es ja sowieso so sein, dass ich dich auch supporten werde. Also ich werde dich besuchen kommen zwischendurch und schauen, wie es läuft und naja, wie du dich so machst. Sie sieht so jung aus, oder? Du kannst es tun, du kannst es tun, oh Sailor Moon. Ja, können wir jetzt bitte aufhören? Diesen Ohrwurm jetzt herauf zu beschwören. Halt den Mondstein fest. Nein, okay. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Du kannst das tun. Oh, Sailor Moon. Vorbei. So. Aber jetzt geh lieber schlafen, Dakota. Du bist sicher müde. Mit Maya flirten? Dakota, no! Wir flirten jetzt nicht mit deiner Heimleitung. Nie, PC-Operation geklickt. Was hast du operiert? Geh jetzt ins Bett, Dakota. Du solltest wirklich schlafen. Es ist schon spät und, aber ich habe ein bisschen Angst, wenn ich dann alleine lebe und ich meine, keiner mag mich. Keiner wird mich jemals mögen. Warum sollte ich mich also bemühen? Leute, da sind wir wieder beim Thema, wie vorhin im Stream, ne? Ich meine nur. Also, Dakota, sieh dich doch mal um. Du hast hier ganz viele Menschen, die mit dir zusammen aufgewachsen sind. Ich kenne dich seit Jahren. Und ich weiß, du bist ein ganz toller Mensch mit tollen Zielen, tollen Werten. Und ich weiß, wo du hin willst. Du wirst das machen. Du wirst deinen Weg gehen und du musst dir keine Gedanken um deine Zukunft machen. Du bist so eine erfolgreiche junge Lady. Und naja, du hast dich immerhin um deine Eigenmündigkeit, Mündungsfeuerkeit, Eigenständigkeitsmündung gekümmert und du bist jetzt bald mündig und dann kannst du dein Leben alleine leben. Du bist bereit dafür. Ich hätte dich doch nicht unterstützt dabei, wenn ich geglaubt hätte, dass es zu viel für dich sein könnte, alleine zu leben. Dann hätte ich doch alles getan, um dich weiterhin noch bis zur Volljährigkeit hier zu behalten. Aber ich sehe dich als junge Frau. Du bist mehr als nur irgendeine Teenagerin. Du bist schon so viel weiter und Dakota, glaub an dich. Ich glaube auch an dich. Ich habe immer an dich geglaubt. Wir alle haben immer an dich geglaubt. Ich weiß, du bist nicht so der Typ Mensch, der, naja, gerne unter vielen ist, aber denk dran, dass wir dich unterstützen, alle hier. Wir sind wie deine Familie, wir sind deine Geschwister, alle. Klar, mit manchen verstehst du dich besser, mit manchen nicht so gut, aber letzten Endes, wir sind schon alle so viele Jahre hier. Wir sind dir doch wir sind deine Familie, Dakota. Alle mögen dich, sieh dich nur um. Meinst du wirklich... Danke mir, danke, dass du das sagst und danke, dass du für mich da bist und warst. Ich gehe jetzt ins Bett, ja? Na klar. Abmarsch. Süß, ne? Neue Schweißdrüsen integriert in den Computer? Schweißdrüsen? Lilly, hallöchen, wir sind gerade im Hotel angekommen und da sehe ich, dass du noch streamst. Och, wie schön. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin einen schönen Abend, Lilly. Wie ist es denn?
Die neue Challenge läuft gut. Wir sind noch gerade ein bisschen am Anfang. Ach so, Lüfter, danke für die Info. Wir sind gerade noch am Anfang und der Part war jetzt ein bisschen mehr Storytelling-lastig bzw. Regel lesen. Aber morgen geht's dann so richtig los. Und wir werden auch morgen schon ausziehen und dann nach Strangerville ziehen und dann beginnt so richtig die Challenge. Das wird richtig gut. Ob die mal alle schlafen wollen. Ja, ich glaube, ich war mal 2, 4, 6, 8. Ich gehe nochmal ganz kurz in den Kass und werde den anderen Geschwistern sozusagen auch nochmal ein ganz kurzes CC-Remake geben. Ich war unsicher Hamster-Fan und ich glaube, wir lassen es erstmal und gucken mal, wie sich's entwickelt. Weil wir ja gesagt haben, dass das vielleicht will sie es ja auch gar nicht. Also. Alexis, ne? Unsere Mama-Sim sozusagen. Welche Haarfarbe hatte er? Dunkelbraun? Ich glaube, gell? So, wir machen ein bisschen Kass-Musik an. Moment. So, wir machen mal ein bisschen Kassmusik an. Du bist im falschen Outfit. Ich bin immer im falschen Outfit. Wieso steht da Christmas Tree? Ich will kein Christmas Tree hören. So. Der Boy kriegt Haare. Finde ich gut, ich habe selten solche Haare. Wieso sehen Sie die Augenbrauen immer so böse aus? Findest du, Lyra? Geht voll, oder? Kommt ein bisschen drauf an, welche es sind. Ich glaube, das ist einfach sein Gesicht. Uff. Muss schon ein bisschen buschelig sein. Ist ein bisschen viel. So vielleicht? Und jetzt habe ich schon Hallo gesagt? Hallöchen. Schwarz, glaube ich. Schwarze Haare, gut. Danke for the information. Ich war mir jetzt, hat mir sicher direkt vergessen, ne? Nee, ich habe die Sims aus der Galerie von euch runtergeladen. Wir hatten einen wunderbaren Tag, gehen gleich noch was essen. Dann lassen wir den Abend noch ganz cozy ausklingen. Das hört sich so schön an. Ich wünsche euch morgen eine gute Heimfahrt. Wie lange habt ihr es nach Hause? Also wie lange müsst ihr fahren? Ah, nice. Augen brauchen? Hä? Warten? Wirst du mit der Quota jeden Tag zur Schule gehen und nur die wichtigen Tage und über die Karrieretage und Prüfungstage? Ja, also ich glaube nicht, dass wir jeden Tag mitgehen. Andererseits ist sie ja eine Weile jetzt unsere einzige Simmin, deswegen vielleicht doch. Wir gucken mal. Ich weiß es gerade noch nicht so genau. Dann entscheiden wir einfach, wenn es losgeht, wenn wir dann schon im Game sind. Oh mein Gott, irgendwie passt der Skin voll. Skin passt schon. So ein bisschen Indianermäßig. Ah, ich glaube, ich habe aber nur Praline-Sim, oder? Sascha? Freddy sieht ein bisschen aus wie ein Indianer. Vom Typ her. Finde ich schön. Hi, Boy. Ja, Outfits können wir wieder lassen eigentlich, ne? Ah, okay. Hi. Du hast auch deinen Schlafi jetzt an, ne? Lass mich gucken. War so klar, ey.
fahren so 3 bis 4 Stunden mit dem Zug, also nicht zu lange. Und ich kann auf der Fahrt vielleicht auch deinen Stream reingucken. Oh, wie cool! Es war echt schön hier, aber freue mich auch wieder auf zu Hause. Hab zu viel Geld ausgegeben, das Wochenende, das ist leider immer so, ne? Aber trauer dem Geld nicht hinterher, sondern freu dich einfach darüber, was du Tolles erlebt hast. Oder ihr Tolles erlebt habt. Ich weiß, wie das ist, wenn man dann irgendwie weg war und man dann heimkommt und man hat schon fast ein schlechtes Gewissen, weil man weiß, wie viel man ausgegeben hat. Aber am Ende hattest du ein tolles Wochenende und das ist viel mehr wert. Das Geld verdienst du wieder. Und bist doch auch so fleißig am Arbeiten. Das kommt schon schneller wieder zurück, als du denkst. Manchmal muss man das auch einfach mal machen. Und mal ein bisschen sich auch einen Tag gönnen oder mal ein Wochenende. Unser Hund heißt auch Freddy, süß! Ja, Maiglöckchen, ich glaube, also passt. Ich glaube, da wird sich jetzt, also, ja, amerikanischer Ureinwohner, Gott. Okay. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass ich damit jetzt jemandem zu nahe getreten bin. Hoffentlich zumindest. Ich meine, ich sage ja auch, wenn jemand asiatisch aussieht, dass jemand asiatisch aussieht, genauso wie ich sage, die Person sieht sehr deutsch aus. Also das ist ja nicht, also weißt du? Weiß nicht. Ich glaube, wir nehmen den Skin. Der passt, glaube ich, am besten. Der verändert weniger. Der hat dann immer noch seine Sommersprösschen. Ja, süß. Guck mal. Und Jennychen, Hallöchen. Ja. Boah, ich finde Augenbrauen so schwierig. Nimmt man denn da? Oh, Fabia, Hallöchen. Brauch Ablenkung nach dem Arbeitstag. Oh, hast du bis jetzt gearbeitet? Einen schönen Feierabend dir. Ich hoffe, du kannst dich jetzt ein bisschen entspannen. Oh. Mal arg stressig heute. Ja, das sieht doch schön aus. Oder? Ich brauche eher noch eine andere Frise. Ich war auch in Berlin und habe zu viel Geld ausgegeben, aber es war es wert. Ja, wie gesagt, manchmal darf man da auch nicht zu sehr hinterher trauern. Ich weiß, das ist immer blöd, aber ist immer schwierig, wenn man dann... Dann ist es ja auch schon passiert. Dann kann man jetzt auch nichts mehr machen daran. Man kann es nicht wieder zurückholen. Außer man gibt alles, was man gekauft hat, wieder zurück. Oh mein Gott. Man gibt alles, was man gekauft hat, wieder zurück. Das würde natürlich gehen. Ja, du hast recht. Irgendwie sind die Augenbrauen immer böse. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht. Guck doch nicht so. Guck mal freundlich in die Kamera rein. Du wirst... Alle sehen dich. Tyler. Gemeiner Herzensbrecher und kleptomanisch. Super. Was ist denn mit dem? Den wollen wir jetzt aber nicht in unserem Leben haben, Leute. Das sag ich euch. Der ist frech. War sehr schön in der Heimat, Alina. Danke der Nachfrage. Und Sasa, Hallöchen. Wir sind noch relativ am Anfang bei der neuen Challenge tatsächlich. Oh mein Gott. Arriba, arriba, andale. Passt gut, oder? Wir sind noch ganz am Anfang und wir haben Dakota jetzt im Heim, also wir haben Dakota ins Heim sozusagen und haben da jetzt ein bisschen gespielt und morgen, und morgen wird sie dann, sieht aus wie ein Rockstar, ey, morgen wird sie dann, gut Sandra, lern mal reden und dann sprich den Satz zu Ende. Morgen wird sie dann nach Strangerville ziehen und dort ihr Leben starten. Sabrina, Hallöchen, wie geht's dir? Ich hoffe, gut. Und, hat Hi Iron? Dankeschön für dein Follow. Willkommen im Stream. Korrigiere mich gern, wenn ich dich jetzt falsch ausgesprochen habe. Ach, wie schön, Alina. Schön, dass du das hinter dich gebracht hast. Ich hoffe, dass du dich jetzt ein bisschen besser fühlst und dass du,
ja, jetzt nicht mehr so einen Stress hast damit und abschalten kannst. Bis wann hast du jetzt Kündigungsfrist? Also bis wann bist du dann raus? Oh, wie cool, Marie. Coral Island hast du angefangen, weil du es gesehen hast bei mir. Wie schön. Viel Spaß damit. Ja, das kann natürlich sein, Meo. Das kann sein. Die können sich ja schon verändern. Ja, genau. Das, was die Mini sagt, nämlich. Das ist schon schön, ne? Oh, das klingt gut, Nicole. Ich mag auch seinen Body, muss ich sagen. Ich find's cool, dass er nicht so 0817 Sims ist, wie, also Sims, ne? Also nicht 0817 Mensch, sondern so in Sims. Die sehen ja, haben ja meistens alle die gleiche Statur. Statur? Statur? Stups. Halt. Ihr wisst schon. Finde ich cool, dass er das nicht hat. Das wollte ich sagen. Ne? Bis zum 31. an. Oh, das ist nicht mehr lang, Alina. Dann hast du es bald geschafft. Das hört sich so gut an. Das hört sich so gut an. So, jetzt lassen wir sie vielleicht noch mal, weiß nicht, Verantwortung. Nee, geh mal noch mal joggen, Girl. Damit du ein bisschen sportbegabt bist und Spaß am Sport auch hast. Komm, Girl, machst du es jetzt nicht? Wieso macht sie? Sie macht generell nicht so viel, ne? Was ich ihr sag. Ich glaube, das liegt aber auch an den ganzen Leuten. Kommt sie jetzt nicht mehr hier raus? Ey, Girl, jetzt stell dich schon. Die ist doch auch da reingekommen. Na komm. Und jetzt joggen, bitte. Joggen. Okay. So, ja, das ist gut. Sie macht Sport, dann baut sie nämlich noch eine Fähigkeit auf. Sie muss ja Level 2 einer Fähigkeit erreichen. Willst du noch eine Runde Joggy-Jog machen und dann ab ins Bubu? Es ist 3 Uhr morgens? Hä? Warte mal, Leute, wann ist es denn 3 Uhr morgens geworden? Ja, Schissel, Mann, Nissel, die muss morgen in die Schule, ne? Super, haben wir nicht auf die Uhr geguckt. Lass es dir schmecken, das Biest. Schön, dass du da warst. Ja, gut. Also ist halt wohl ein bisschen kritisch gewesen jetzt, ne? Ach, du grüne Leine, Leute. Ja, das verstehe ich, Alina. Aber so hat es doch gut gepasst, oder? Schlaf bitte noch ein bisschen, Girl. Und Sophie, danke schön für deinen Follow. Willkommen im Stream, Hallöchen. Ja, aber das war gar nicht unbedingt absichtlich. Das hat sich spontan ergeben. Dass das jetzt zwei Jungs sind nur. Das war einfach passiert. Nicht irgendwie geplant oder so. Es war nicht absichtlich. Bonnie?
Ja, das wird kritisch. Die wird richtig müde zur Schule gehen. Aber ich glaube, wir machen das jetzt auch so, dass wir speichern und morgen den richtigen, also morgen in, auf Twitch und für euch auf YouTube auch der nächste Part sozusagen, dass wir dann richtig reinstarten. Dann haben wir jetzt so ein bisschen die Vorbereitung gemacht. Sie hat jetzt, wie gesagt, ein paar Leute im Freundschaftsinventar so gesehen und hat ein paar Bekannte. Sie ist nicht alleine. Nathalie, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Sie hat auch jemanden, eine erwachsene Person, die so ein bisschen ihre Bekannte ist und die auch ein bisschen nach ihr schaut natürlich. Das ist auch nicht schlecht. Und wir sind halt, wie gesagt, nicht alleine. Und das ist eigentlich ganz gut, dass sie da jemanden hat, der sich um sie kümmert nebenher. Und wo sie halt auch weiß, ich habe da eine Bezugsperson. Zudem ist es so, dass wir, wenn wir dann im nächsten Part, also morgen praktisch, nach Strangerville ziehen, kann sie auch einen Job annehmen, sodass sie natürlich auch ein bisschen Geld verdienen kann. Sie darf nämlich, verdiente dein Geld durch verschiedene Gelegenheitsjobs und Teilzeitjobs und das Verkaufen doppelter Sammelobjekte. Das heißt, doppelte Sammelobjekte, die sie halt sammelt und dann nicht braucht. Aber bis dahin müssen wir halt mit Gelegenheits- und Teilzeitjobs über Wasser halten. Finde ich aber auch mal ganz cool. Und McMelson, oh, schön, dich noch kurz zu lesen. Und Bugfee, auch schön, dich noch kurz zu lesen. Ist auch schön, dass wir halt mal so ein bisschen über die Gelegenheitsjobschiene gehen. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Das finde ich auch ganz spannend. Also vielen Dank an alle, die über YouTube zugeschaut haben. Gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht das Let's Play parallel mitspielen wollt. Würde mich total freuen, das zu wissen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssli.